Ja, herzlich willkommen heute zu unserer mittlerweile 29. Mahnwache hier in Braunschweig. Mit dem Tag, dem ersten Tag der Organisation dort drüben beim Alex. Mittlerweile das 30. Mal, dass wir hier sind. Das 30. Mal, bevor wir uns entschlossen hatten, hier die Mahnwache auf die Beine zu stellen. Heute haben wir wieder einiges an Informationen da, wieder ein bisschen Unterhaltung. Und ja, ich habe einen Artikel gefunden, damit möchte ich heute, den heutigen Abend, gerne beginnen. Und zwar, wir kennen alle Ebola, das grassiert ja überall und wir hören es überall in den Medien. Ebola, Ebola, Ebola. Nein! Nein! Gut. Auf jeden Fall habe ich also hier was anderes gefunden zu einem anderen Virus, der momentan grassiert. Eine neue Virusepidemie. Und zwar eine Virusepidemie, die schneller ist als der Ebola. Der Erreger einer bisher vereinzelt und meist sehr isoliert vorkommenden Krankheit scheint jetzt mutiert zu sein. Ausgehend von Deutschland verbreitet er sich weltweit und anscheinend schneller als Ebola. Die Awaken Flu. Wie das System bedrohende Virus von führenden Experten der WHO genannt wird, führt schlagartig zu einem klaren und wachen Verstand im Hier und Jetzt. Kann ich dir helfen oder möchtest du gern? Alter Bekannter. Also, du bist nachher wieder dran, du kennst das, letztes Mal warst du auch schon mal dran, also heute Abend kannst du dann gleich nochmal was sagen. Also erst fängt es ganz harmlos an mit dem ausschließlichen Genuss von gereinigtem Trinkwasser und dem Verzehr von Biokost an. Dann folgt meist eine ausgeprägte Abneigung gegenüber dem Konsum von Massenmedien. Schließlich gehen die Symptome über in ein gesteigertes Einheitsbewusstsein, eine vollständige Verbindung zur eigenen Seele und eine damit einhergehende, bisher unbekannte Angstfreiheit. Schließlich endet die Krankheit in bedingungsloser Liebe, Demut und Dankbarkeit gegenüber sich selbst, seinem Schöpfer und dessen Schöpfung und dem tiefen Drang, diesen verantwortungsvoll zu dienen, sieht so das wahre, immer prophezeiende Armageddon aus. Alle bisher bewährten Mittel wie Harp, Chemtrails, Fußball-WM, ja selbst im Eilverfahren, durchgewunkene Massenimpfungen, False-Flag-Operationen und Androhungen von globalen Kriegsszenarien und so weiter scheinen vollkommen wirkungslos zu sein. Die Elite ist völlig ratlos. Für diesen Virus wurde deshalb eigens eine neue Epidemie-Warnstufe der WHO ausgerufen, da es das Leben auf diesem Planeten grundlegend verändern kann. Selbst die erstmals weltweit an über 7 Milliarden Erdenbürger verschickte SMS-Warnung der WHO, bleiben Sie in Ihrer Matrix, dort sind Sie sicher, ist wirkungslos verpufft. Auch das bisher wirksamste Breitband-Antibiotikum, übersetzt gegen das Leben, nämlich gehirnwaschende Einheitsbrei aus den Massenmedien, permanente Wiederholung von schwachsinnigen Desinformationen, scheint erstmals wirkungslos zu sein. Schlimmer noch, die Infizierten entwickeln schnell eine unumkehrbare und vollständige Resistenz
gegenüber jedweder Fremdmanipulation. Der Erreger konnte schnell gefunden, aber nicht isoliert werden. Es wird von den Experten das Truth- oder Akasha-Virus, Wahrheitsvirus, genannt und ist im höchsten Maße ansteckend. Meiden Sie unbedingt den Kontakt mit selbstständig denkenden und verantwortungsvoll handelnden Menschen. Es besteht der Verdacht, dass der Virus auch durch Gedankenübertragung weiterhin verbreitet werden kann. Der letzten Untersuchung zufolge ist jetzt auch der exakte Übertragungsweg lückenlos aufgedeckt worden. Der Krankheitsverlauf beginnt meist mit dem Lesen dieses entschlüsselten Erwachungstextes. Die Inkubationszeit beträgt wenige Millisekunden. Herz, Licht, willkommen in der Freiheit und wir werden jeden Tag immer mehr. Und das, denke ich mal, ist ein schöner Virus, der um sich breitet. Und ich denke, jeder, der wach geworden ist, der weiß auch, dass man diesen Virus auch nicht mehr losbekommt. Wieder einschlafen ist nicht, das kriegen wir nicht mehr hin. Einmal aus der Matrix rausgeschaut und ja, wir sind infiziert. Und das ist so eine kleine Parodie und ich fand die total klasse. Gerade jetzt im Hinblick auf Ebola, etc., war das jetzt mal ja, ein schöner, parodierter Beitrag dazu.